Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars: The Old Republic. Imperialer Agent bzw. scharfer Schütze bzw. Datacron Guides, Videos, was weiß ich. Datacron, wie er die Datacrons bekommt. Wir sind jetzt hier auf Tatooine. In der letzten Folge hatten wir Nar Shaddaa gemacht. Und direkt schon hier in Mos Eila, dem Startgebiet des Imperiums, ganz unten hier auf der Weltkarte, kommt ihr ganz einfach hier aus dem Raumhafen, dem Weg hier folgen und dann einfach hier runtergehen. Ihr kommt dann von hier, dann einfach hier, bis ihr halt diese Steine hier seht und diese Untergeteil da. Dann fahrt ihr einfach hier die Steine lang. Einfach am besten mit dem Gleiter, geht ein bisschen schneller. Und dann müsst ihr hier an der Stelle hier auf das große rote Ding springen, was ich schon mal nicht geschafft habe, weil ich zu doof dafür bin. Am besten wäre es noch, wenn ich jetzt noch runterfalle, nochmal runterfalle und dann sterbe. Also eigentlich ist es ganz leicht, ich habe mich jetzt gerade nur ein bisschen doof angestellt dabei. Nein, jetzt komm, back hier nicht an den Stein rum. Komm, back hier nicht rum. Ich will nicht extra die Aufnahme jetzt wegen dem Scheiß neu machen. So, also wenn ihr drauf gelandet seid, dann einfach hier das Tuch folgen oder hier die Überdachung oder was auch immer das ist. Einmal hier aufs Dach und einfach rüberfahren. Wir sind jetzt ungefähr hier so auf der Karte und müssen jetzt hier durchgehen. Mal hier hochfahren, dann da auf die Mauer raufspringen. Dann hier auf die Mauer rauf. Ich zeig's dir mal ganz kurz, falls ihr hier neben gelandet seid. Hier einfach raufspringen. Ja, und dann halt weiterfahren. Der Weg ist relativ einfach selbst zu finden, weil es, ja gut, das ist der einzige Weg, der wo ihr wirklich weiterkommt. Auf jeden Fall dann hier rauf. Hier an dem Rand lang fahren. Nicht zu weit. So, dann darauf. Darauf. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Am besten auch wieder vom Gleiter runter. Ja gut, Verbindung. Und dann hier auf den Balken springen. Das war zu früh. Dann mal los. So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt natürlich gerade den Fehler gemacht, dass ich hier zu weit nach da gesprungen bin. Natürlich ist es sinnvoller, wenn ihr einfach erstmal hier rauf springt. Also nicht nach hier so springen, wie ich gerade gesprungen bin, sondern hier am besten so weit wie möglich hier ran, dass das Ding schön dicht bei euch dran ist. Dass es auch weniger Chance gibt, runterzufallen. Dann hier auf dieses goldene Rohr. Darauf. Dann hier immer über diese Brücke oder was es darstellen soll. Dann hier wird es auch wieder ein bisschen schwieriger. Hier auf den Rand. Wenn ich es hinkriegen würde. So. Dann auf das goldene Rohr. Darauf. Und jetzt ist es auch wieder ein bisschen tricky hier auf diese Stange hier zu kommen. Am besten einfach hier versuchen irgendwie. Am besten noch ohne Gleiter, einfach von hier aus dann darauf. Und dann habt ihr das Schwierigste eigentlich auch schon hinter euch. Jetzt könnt ihr wieder euren Gleiter rausholen. Und hier einmal hoch. Jetzt ist es wichtig, dass ihr hier nicht runterfallt, sondern hier schön hier am Rand lang fahren. Hier auf das Mauerstück. Weil wenn ihr nämlich hier runterfallt, dann gut, dann kommt ihr nicht mehr hier rauf. Es sei denn, ihr probiert hier ein bisschen rum. Und dann hier runter und dann sind wir schon beim Datacron. Wir sind jetzt ungefähr hier beim Mos Eila Markt. Und dann könnt ihr hier euer Datacron einsammeln. Hier sehen wir auch direkt schon eine von diesen Antennen. Hier. Aus der GSI-Mission. Ihr wisst es ja noch. Ja, okay, dann können wir jetzt zum nächsten Datacron. Das zweite Datacron befindet sich hier im Jundland. Das ist das Gebiet, was ihr als zweites erreicht, so das größte Gebiet auf Tatooine. Das ist dieses ganze Gebiet hier, also dieser ganze Bereich hier ist das Jundland. Da befindet sich das Datacron und zwar ganz im Westen in einem hellen Bereich. Also das wird jetzt hier zwar nicht angezeigt, wenn ich jetzt hier mal ganz kurz rausfahre, dann werden wir es auch sehen. Das hier ist ein Heldenbereich, seht ihr auch hier an den ganzen Gegnern hier. Na komm, zeig's an hier. Hier wird euch eure Heldenquest hinführen, die ich auch sehr gerne mache, weil die eigentlich auch sehr einfach ist. Man muss bloß hier einmal hinten zu dieser Hütte rennen und dort eine Kiste aktivieren und ein paar Gegner besiegen. Das war's dann schon, ihr seht, hier sind ziemlich viele Gegner, also passt auf, Gegner sind Stufe 25 ungefähr. Also dass ihr ungefähr mit dem richtigen Level hinkommt. Ich meine, 30 ist das Maximum Level. Und dann halt hier, wichtig ist, wie ihr in das Gebiet kommt. Entweder ihr nehmt die Heldenmission, dann spawnt ihr ungefähr hier. Oder aber wenn ihr zu Fuß reinkommt, dann könnt ihr euch entweder zum Frontaußenposten des Bergungsdienstes teleportieren oder ihr fahrt mit dem Gleiter zum Mos Arnek. Und dann ist es wichtig, dass ihr jetzt hier, wenn ihr den Weg dann folgt, nicht hier nach links geht, sondern ihr müsst hier vorher nach links. Sondern ungefähr hier ist der Eingang. Also nicht hier lang, sondern vorher nach links. Bis ihr hier ganz am Rand der Karte seid. Dort findet ihr dann hier diese Teile, die könnt ihr auch als Orientierung nehmen, aber auf jeden Fall ganz an den Rand des Gebiets. So sehen wir hier unten schon unser Datacron. Hier am besten vom Gleiter runter und dann ganz vorsichtig hier auf diesen Stein runterhangeln. Und ein bisschen heilen. Suchtdruiden-Mission, da kann man da oben übrigens auch was finden für den Suchtdruiden. Und dann den Rest runter. Es ist nicht wirklich schwer, also eigentlich braucht man sich nicht mehr hochheilen. Und dann hier runter.
Und das ist, glaube ich, auch wieder, also früher war es Zielgenauigkeit, ich denke mal, das ist immer noch in Beherrschung ist diesmal. Zielgenauigkeit gibt es nämlich nicht. Und wenn ihr jetzt hier wieder weg wollt, könnt ihr entweder mit vollen Lebenspunkten, ganz wichtig, hier runterspringen, dann seid ihr im Dünenmeer. Also das sehen wir hier auch, das Dünenmeer, das ist auch das Gebiet, wo sich das Datacron 4 und 4 und 5 befindet, also die letzten zwei Datacrons, die ich zeigen werde. Und, oder aber ihr nutzt einfach die Schnellreise und portet euch dann irgendwo hin. Oder aber ihr geht im Chat einfach slash stuck ein. Oder festchecken und dann landet ihr wieder hier oben im Heldenbereich und könnt eure H2 weitermachen. Das dritte Datacron befindet sich ebenfalls wie das zweite im Jundland. Und zwar diesmal statt ganz im Westen, ganz im Osten. Und zwar hier bei diesem Weg hier, das ist relativ leicht zu finden. Koordinaten findet ihr hier oben. Falls ihr den kompletten Weg, falls ihr den Weg finden wollt, also 2088 minus 441 sind die Koordinaten. Am schnellsten kommt ihr vom Ridgeside-Wachposten hin. Da einfach hier aussteigen, dann hier runterspringen, dem Weg hier folgen und dann einfach hier bis hierhin. Dann findet ihr auch hier einige Gegner und da oben sehen wir das Datacron auch schon leuchten. Allerdings kommen wir von hier aus nicht dahin, sondern wir müssen einen kleinen Umweg nehmen. Und zwar an der Stelle, wo ich jetzt hier gerade bin, könnt ihr euch auch hier an diesen Bannern hier orientieren oder an diesen Zäunen. Findet ihr hier unten so eine Plattform, hier so eine Plattform hier, so ein Steg. Der ragt jetzt ziemlich weit raus, ist auch sehr offensichtlich. Auf den müssen wir rauf. Dafür einfach runterspringen. Am besten hochheilen zwischendurch. Ich denke mal zwar, dass es hier zwar nicht tödlich ist, aber sicher ist sicher. Ist immer so ein bisschen Glückssache, ob man halt stirbt oder nicht. Und dann halt jetzt hier runter. Ihr seht, ich wäre wahrscheinlich gestorben, aber man weiß ja Weißt nie. aber Und dann nicht, halt wie hier sehen wir hoch. jetzt hier eine kleine versteckte Höhle, wo auch einige Gegner drin sind. Die könnt ihr leider auch nicht umfahren oder so. Falls ihr Tarnung habt, könnt ihr die umdingsen. Aber ihr seht, wir werden hier zum Glück nicht dismounted. Das heißt, wir können hier einfach durchfahren. Und die Gegner, die werden dann schon irgendwann aufhören. Wir sehen, dieses einen Elite-Gegner sind ja auch in der Höhle. Einen hatten wir schon. Gucken, wie viel wir jetzt finden. Da ist der zweite. Zwei. Und da ist der dritte. Das sind schon viele. Drei. Vier. Wir fahren immer weiter nach oben. Einfach durchfahren durch die Höhle, Gegner können euch eigentlich egal sein. Fünf. Also fünf Elite-Gegner sind hier in der Höhle drin, also da müsst ihr wirklich aufpassen. Und wenn ihr dann halt die Höhle durchquert habt, kommt ihr dann hier bei dem wunderschönen Steg hier raus. Warte mal, ich werde den Gegner mal ein bisschen trollen gleich. Oh fuck, ey, musste mich jetzt würgen. Jetzt aber Oder ist nicht wie dann hoch. einfach runterschmeißen. Der wird schon. Ne, mal gucken, wie der jetzt wieder hochkommen will. Also wie war es denn hier euer Datacron? Kann ich jetzt leider nicht anklicken, aber ich habe das ja eh schon. Deswegen ist es jetzt relativ egal. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder beim nächsten Datacron. Oh wow, der kann fliegen. Er kann fliegen! Habt ihr gesehen, er konnte fliegen. Jetzt ist er wieder da hinten. Also einfach runterschmeißen, irgendwann entrinnt er, dann kann ich das Ding jetzt auch mal anklicken. Komm, so. Also dann jetzt viertes und fünftes Datacron. Das vierte und das fünfte Datacron befindet sich jetzt beide an der gleichen Position, also ungefähr an der gleichen Position. Deswegen werde ich die jetzt auch beide gleichzeitig erwähnen. Eigentlich kann ich euch das leider nicht komplett zeigen, da man für dieses Datacron sehr viel Zeit benötigt. Also bringt für dieses Datacron ordentlich Zeit mit, denn wir müssen hier mit einer fliegenden Plattform, wie auf einer Ashadar, fliegen, die für eine komplette Runde 40 Minuten ungefähr braucht. Also wir sehen diese Plattform ja auch. Das ist nämlich dieser Java-Ballon hier. Ihr seht, der ist jetzt hier. Ich werde euch noch kurz zeigen, wie man in den Ballon reinkommt, aber ich werde nicht die komplette Fahrt machen. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das werde ich euch dann, wenn ich dran denke, erinnert mich dran, falls ich es vergessen sollte, hier oben verlinken. In dem Fall befindet sich halt hier, also ich bin jetzt hier auf einem Sandcrawler drauf. Hier. Und der befindet sich im Gebiet das Dünenmeer. Das ist das ganz westlichste Gebiet von Tatooine. Am schnellsten kommt ihr vom Außenposten Zerosche hin. Und dort müsst ihr dann ganz in den im Südwesten fahren. Hier zu unserem Sandcrawler, den könnt ihr auch sehen. Ich werde mal ganz kurz zeigen, wie sieht der Ballon, der kommt hier gerade an. Ich habe jetzt hier gerade extrem viel Glück bei der Aufnahme, dass ich den jetzt auch zeigen kann, wie er da reinkommt. Denn gut, so gut da reinzukommen, ist Popel einfach. Das kann man eigentlich gar nicht verkacken. Denn das Problem ist, wenn ihr jetzt verkackt, hier reinzufallen, ein Versuch kann ich euch sagen, habt ihr noch, wenn ihr schnell seid. Wenn ihr uns bis dann hier nämlich. Erstmal zeige ich euch, wie ihr hochkommt. Und zwar am besten einfach mit dem Gleiter hier raufspringen und so. Total einfach. Ihr seht hier auch so ein paar Javas. Keine Ahnung, was die hier machen. Auf jeden Fall, das Ziel befindet sich hier. Und das ist hier der Sandcrawler. Das Problem ist, dieser Ballon, der fliegt hier einmal durch das komplette Gebiet.
Ich habe davon schon mal ein Video gemacht. Die komplette kompletten Flug habe ich gefilmt. Und ja, ihr müsst dann halt hier rechtzeitig rausspringen. Das habe ich alles in dem Video gezeigt, leider ohne Erklärung, aber ich hoffe mal, ihr versteht das trotzdem, wie das genau geht. Ich tut mir leid, dass ich euch das Ganze jetzt leider nicht zeigen kann. Ich zeige euch jetzt so ganz kurz, wie ihr da reinkommt. Und ihr seht jetzt einfach mal, dass ich für dieses Video extrem viel Glück hatte. Ich bin hier gerade so lang geflogen, also von hier so gekommen. Und seht einfach mal, dass der Ballon hier direkt da ist. Wir sehen, der Ballon, der nähert sich langsam. So sieht das Ding aus. Ja, wir sehen, das Ding fliegt sehr, sehr langsam. Also das kann sehr lange dauern, bis ihr damit bis ihr das komplette Gebiet seid. Also der Flug von hier aus bis zum Datacron braucht ungefähr 25 Minuten. Passt allerdings auf, dass ihr während der Zeit nicht wegen AFK-Seins nach ungefähr 15 Minuten aus dem Spiel ausgelockt werdet, denn dann seid ihr nämlich nicht mehr im Ballon. Also es ist ganz wichtig, dass ihr im Spiel bleibt und ja, dass ihr halt nicht automatisch ausgelockt werdet oder selber ausloggt. Wir sehen, der Ballon, der kommt jetzt hier langsam her. Hab jetzt hier noch Zeit verlabert. Wollte eigentlich einen Schnitt machen, aber das hat sich soeben erübrigt. Und das Ding fliegt wirklich sehr, sehr langsam. Wir sehen hier hinten auch den Schatten, daran kann man ungefähr auch die Geschwindigkeit sehen. Und wir sehen, dass das Ding ist nicht sehr schnell. Wir sehen, das Ding ist nähert sich jetzt langsam. Und den Sprung hier rauf kann man nicht verkacken. Springt hier nicht zu früh ab, weil ihr seht, der Ballon, der kommt wirklich sehr, 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 sehr dicht an die Plattform ran. Und hier wird ja eigentlich gar keinen Spalt hier hinterlassen. So. Sobald er dann da ist, hält er auch kurz an, dann habt ihr genug Zeit, um hier problemlos raufzuspringen. Und falls ihr jetzt runterfallen solltet, so wie ich jetzt hier gerade, könnt ihr einfach, wenn ihr schnell genug seid, hier wieder hochfahren. Ihr seht, das kann man eigentlich gar nicht verkacken und wieder reinspringen. Ich werde das Ganze ja eigentlich jetzt nicht zeigen, weil ich habe ja gesagt, ich habe das Ganze schon einmal in dem Video gezeigt. Werde ich euch in der Infokarte oben verlinken. Wenn ich es vergessen sollte, erinnert mich dran. Und ich würde sagen, hier beende ich dann jetzt auch dieses Guide. Also der Ballon nimmt euch jetzt auf eine circa 25-minütige Hältst aber Reise durch nicht das wie Gebiet. Ihr hoch? kommt dann hier raus, hier rechtzeitig vom Ballon abspringen. Wichtig springen. Und ja, dann landet ihr dann irgendwann bei eurem gewünschten Endpunkt. Wir sehen, der Ballon fliegt jetzt hier langsam los. Und ja. Wenn ihr da seid, abspringen und den Rest seht ihr dann in dem Video da oben. Deswegen würde ich erstmal sagen, das war's dann für diese Folge. Bis bald und ciao.